So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Hot Pursuit Remastered. Wir machen heute weiter mit den Cops. Wir haben hier zwei Schnelleinsätze noch. Die ich mir aber hier noch aufhalten würde. Wir haben... Haben. Hier ist noch ein dritter Schnelleinsatz. Da habe ich noch Schnelleinsätze. Ich fürchte, dass wir nicht nur Schnelleinsätze haben, Leute. Ja, wir haben nur vier Schnelleinsätze. Ne, hier ist noch ein Interceptor. Wunderbar, dann machen wir das doch. Dann schmeißen wir das mal kurz rein und dann kümmern wir uns um die Schnelleinsätze. Mit dem Murcielago MP640 für das erste Rennen. Das heißt Takedown Notas. Stelle den Racer für den Sieg. 4 Minuten haben wir Zeit, beziehungsweise 6 Minuten für Silber. Ja, und ansonsten müssen wir das Ding einfach nur stellen. Wir haben 3 Straßensperren, wir haben 3 Hillys, wir haben 2 EMP und ich versuche mein Bestes, dass wir den Jungen gestellt bekommen. Verfolgt ein Chevrolet auf der Fairview Road. Verstanden. Startet. Schöner Vergehensfahrer, natürlich. Nee, war nicht. Ja, das ist nicht. Das ist nicht. Ist das korrekt? Ja, ist es. Hätte auch ein Skyline sein können. Von der ersten Sicht. Naja, gucken wir mal, aber den haben wir auf die Reihe einfach den bekommen. Leider kann ich meine Verfolgungsschüssel gehen. Verdächtiger hat ein Nagelband abgeworfen. Alle Officer wären um Vorsicht gebeten. Jetzt haben wir eine Straßensperre ein. Straßensperreinheiten gehen direkt vor euch in Stellung. EMP aktiviert. Sie sind unterfangen. Der EMP hat da gesessen. Achtung, Verfolgereinheiten. Sucht Unterstützung über. Der geht mal mit. Waffensysteme aufgefallen. Nee, der Sonne. Verfolgung fortsetzen. Verdächtiger setzt Nebel. Ja, dann erklärt es dir, dass er süß. Ganz genau. Strafsperren vor euch. Da nichts mehr kann das sein. Alle Einheiten. Waffensysteme ausgefallen. Verdächtiger benutzt ein Störsender. Ach so. Ach, schade. Hätte ruhig noch ein bisschen da stehen können. Verdächtiger zuletzt gesehen auf der Eagle Crest Road. Ja, war mir fast klar. Weil so, dass ich... Reifenfalle festgestellt. Ausweichmanöver empfohlen. Straßensperreinheiten vor Ort. Meldet euch, wo sie braucht. Ja, gehen wir mal auf die Straßensperre. Verdächtiger hat die Straßensperre gerannt. Die Festnahme vorrücken. Wiederhole Plan machen für Festnahme. Bin jetzt ganz schnell erwischt. Bitte um Verstärkung. Jetzt aber. Jetzt mal den. Luftunterstützung auf Standby. Erwarten Anweisung.
Komm, gib ihm jetzt, gib ihm jetzt den Heli. Nägel auf der Straße, an alle ein. Das war's. Gold. Da habe ich seine Aktion einfach gekontert. Der hat mich das Nagelband ziehen müssen. Er hat das Nagelband ziehen wollen. Ich gehe vorbei und der Brett fährt dann genau in meinen Heli rein. Und damit haben wir das Thema erledigt. 3 Minuten 31 haben wir gebraucht, um das Ding auf Gold zu ziehen. Jo, Level 10 sind wir mittlerweile. Genau, 20 Level gibt's pro Spielerklasse, sagen wir es mal so. Einmal Tube, einmal Cop und einmal Racer halt. Und wir sind jetzt bei den Cops, Stufe 10. Ich wurde befördert. So. Trooper 3. Ja, dann haben wir den aber gut mitgenommen. Gut, Gott sei Dank. Weil ich hätte auch nicht mehr viel machen können. Neues Auto haben wir jedenfalls beschafft. Und zwar nächsten Mal den V12 Vantage. So, dann haben wir das auch erledigt. Und dann geht's heute noch weiter mit dem nächsten Teil. Ah, wir haben, glaube ich, den 6. Auch immer der jetzt gerade nicht zu jetzt noch ein Challenge. Ja, machen wir es hier. Grundelemente der Geschwindigkeit. Fahren wir das Ding einmal noch komplett durch, dann haben wir es auch. Wir müssen hier die schnellen Sitze machen. Daher ist es nicht anders machbar. So, letzte Teil, letzte Event dieser Folge heute. Wir haben insgesamt 3 Minuten Zeit für 5,6 Kilometer. Weitere Einheiten am Einsatzort, bitte meldet euch. Oder ein bisschen. Ich bin da schön vorbeigegangen, aber ich wollte da sind wir gerade dann. Das Auto, da findest du definitiv nochmal mit. Boah, Alter, geh mit. Komm noch nicht rüber. Ich habe schon 6 Sekunden Zeitstrafe, das sind die 2 Autos durch. Ja, Gold wird nicht werden. Da müssen wir eigentlich mega Zeit rausholen. Was als 15. Also dieses, das ist nicht damit vorne. Damit vorne 6 Kilometer, aber ich denke nicht, dass das ging. Keine Abkürzungen mehr. Ne?
vorsichtig. So wird es werden. Leider, durch die Zeit fahren. 30 Sekunden mal, ich bin mal 60 Sekunden. Jetzt müssen wir das Ziel, aber... Aber selbst Silber wird schwierig werden. Ach, fahr hier noch nicht rein, ey. Okay, ich glaube, das ist der Kack, was ich hier versuche. Ich muss noch versuchen. Ja, doch, gerade. 5 Sekunden. Ja, durch die Zeitstrafen halt, ne? Sonst wäre ein bisschen besser. Wir haben 15 Sekunden Zeitstrafen. Wir wären auf 3,20 gewesen. Und wir haben zumindest auf Silber geschafft. Naja, egal, passt. Ich bin sowieso eigentlich nie so der Fan von diesen Schnelleinsätzen. Weil ich finde die ziemlich trocken und öde. Aber gut, muss man halt leider auch fahren. Gut, dann würde ich sagen, wir haben Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann geht es mich weiter mit den Racern.